Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video zeige ich dir, wie du diesen Logarithmus hier berechnen kannst und nochmal ganz allgemein, was Logarithmen sind und was du damit anfangen kannst. Viel Spaß! Logarithmen berechnen, beziehungsweise solche Logarithmen hier, da gucken wir uns erst nochmal an, was ist ein Logarithmus überhaupt, was kannst du damit machen. Und da siehst du hier auf der Übersicht, dass du einmal mit dem Logarithmus, wofür wird er verwendet, einmal zum Berechnen. Also wenn du an diesen Exponenten hier rankommen möchtest, dann wird der Logarithmus genommen. Oder ganz häufig auch in der Physik bei grafischen Abbildungen, wenn man eine exponentielle Abnahme oder Zunahme hat, kann man das umschreiben, das siehst du auf der Grafik, in logarithmische Skalen, also mit dem Logarithmus, LG oder LN oder Log. Und dann wird aus der Exponentialfunktion eine Gerade und dann kann man das viel, viel besser ablesen. Also das ist so die Anwendung. Berechnung oder Graphen umschreiben aus einer E-Funktion, eine Gerade machen. Das kommt gerade im Physikpraktikum ganz oft vor. Also das einmal zur Einführung. Dann gibt es einmal natürlichen Logarithmus. Das ist mit der Basis E. Also das hier nennt man die Basis. Wenn ich an das X kommen will, dann mache ich den Logarithmus zur Basis A in dem Fall von B. Hier hätten wir die Basis E, also E hoch X wäre das zum Beispiel. Oder auch LN, ne? Auf dem Taschenrechner siehst du das. Wir gucken uns aber hier dekadischen Logarithmus an. Das heißt, die Basis ist 10, wird Log genannt oder LG. Ne? So steht es meistens auf dem Taschenrechner. Und so kannst du das Ganze dann auch berechnen. Machen wir mal eine Beispielaufgabe. Wofür ist das? Also wenn wir 2 hoch x gleich 8 haben und wir wollen an das x herankommen, dann können wir Wurzel ziehen, quadrieren, bringt uns alles nichts. Wir müssen den Logarithmus nehmen, das heißt Logarithmus anwenden. Logarithmus zur Basis 2, schreibe ich hier nochmal hin, dass die Basis von 8 ist gleich 4. Heißt nichts anderes, 2 hoch wie viel ist 8? Das ist 4, also 2 mal 2 mal 2 mal 2, dann haben wir es im Prinzip schon. Das wäre eine allgemeine Aufgabe dafür. Jetzt gucken wir uns das hier an. Wenn wir uns das hier auch mal rückwärts denken, können wir das nämlich umschreiben. Das hier bedeutet nichts anderes, also der Logarithmus, 10er Logarithmus von 0,001 ist einfach die mathematische Frage, 10 hoch was ist gleich 0,001. Also das müssen wir uns jetzt fragen. Und wenn du schon 10er-Potenzen ein bisschen dir angeguckt hast, können wir auch nochmal einblenden, die 10er-Potenzen, die Präfixe. Da brauchst du das hier nämlich, dann kannst du die easy peasy berechnen. Das ist nämlich 10 hoch minus 3 ist 0,001. Also ein Tausendstel ist das. Und somit ist das Ergebnis für x minus 3, also der Logarithmus von 0,001 ist gleich minus 3. Machen wir nochmal ein Beispiel. Der Logarithmus von 0,1, und das ist auch nur für 0,00, also hier muss eine 1 auf jeden Fall stehen, ne? Oder für 10, 100, 1000 und so weiter. Mache ich gleich auch nochmal ein Beispiel. So, und jetzt ist auch wieder die Fragestellung, 10 hoch was ist 0,1. Ne? Also das ist eigentlich nur die Frage, die dahinter steht. Und 0,1 ist ein Zehntel, beziehungsweise 10 hoch minus 1. Also 10 hoch minus 1 ist 0,1. Und damit hast du hier die Lösung. Logarithmus von 0,1 ist minus 1. Dann hast du es im Prinzip schon. Du siehst auch, du kannst hier einfach 1, 2, 3 die Nullen zählen, minus 3. Also ich mache jetzt hier auch noch mal ein Beispiel. Wenn wir haben 0,000001, dann zählst du einfach die Nullen. Du weißt, weil hier ein Komma ist, kommt schon mal Minus und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7 und dann haben wir es. Jetzt machen wir das umgedreht nochmal, dass du beide Seiten kannst und wir schauen uns dafür nicht 0,00 an, sondern packen da mal 10 rein. Also wenn wir Logarithmus, oder machen wir mal 100, Logarithmus von 100 haben, dann ist hier ja einfach die Frage, genauso, 10 hoch was? 10 hoch was ist gleich 100? Und das ist eigentlich noch leichter, ne, als mit den Kommas. Da ist einfach 10 mal 10, das heißt Quadrat. 10 Quadrat ist ja gleich 100. 10 mal 10 heißt, das ist die Lösung. Also Logarithmus von 100 ist gleich 2. Zeige ich dir nochmal ein Beispiel. Logarithmus von, machen wir mal 10.000.
von 10.000 und hier auch, hast du schon gesehen, hier zählst du einfach wieder die Nullen. Diesmal ist es hier positiv und da haben wir 1, 2, 3, 4 Nullen ist 4, also super easy, ne? Also gerade hier dekadischer Logarithmus und es wird auch meistens so drankommen, wenn ohne Taschenrechner gerechnet wird, kommt das häufig vor, gerade bei Medizinern und ganz besonders bei Schallintensität oder Schalldruckpegel, da kommt das häufig vor, also Physikpraktikum, wenn du das da hast, dann musst du das auf jeden Fall beherrschen und auch umstellen können. Dann wäre es das zum Logarithmus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!